zehn Gebote unseres Herrn in einer Kurzversion. Keine anderen Götter habt neben mir, vor keiner Statue beuge dich hier. Missbrauche nicht Gottes heiligen Namen, den Sabbat halte nicht wie die Profanen. Gib Vater und Mutter die Ehre und Mord von deinen Händen wehre. Von Unzucht halt dich fern und rein und stiehl nicht, was dem anderen sein. Zum Lügen lass dich nicht verleiten, deines Nachbarn eigen sollst du meiden. Hallo, moin moin, meine lieben Zuhörer und Zuschauer, zu einer weiteren Folge der Buchlesung von Martin Luther, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet. Wie ich diese Lesung nennen werde, weiß ich noch nicht, werde mir sicher noch einen Titel einfallen lassen im Lauf der Lesung. In dieser fünften Lesung fangen wir da auf der Seite an, wo wir letztes Mal aufgehört hatten, Mitte Seite 27, nur ich gehe nochmal eben einen Paragraphen zurück, dass wir wieder reinkommen, worum das hier geht. Um Kaiser Phokas wird hier immer noch gesprochen und da habe ich ja schon inzwischen deutlich genug gemacht, dass Kaiser Phokas also derjenige war, der im Grunde den ersten Papst wirklich in Wirkung gestellt hat. Habe ich jetzt keine Lust nochmal drauf einzugehen, hört euch dann die früheren Lesungen an. Bonifaz III. War das, nachdem Gregor I. gesagt hatte, derjenige, der sich universaler Bischof nennt, das ist derjenige, der der Antichrist der Bibel sein wird. Also da hört man es von dem Bischof von Rom selbst, vor Bonifaz III., wo Phokas also dem die Macht über die östliche und westliche Kirche gegeben hat, sprechen wir nicht von Päpsten, sondern sprechen wir von Bischöfen von Rom. Und erst durch Phokas wurde Bonifaz III. Zum Bischof aller Bischöfe gemacht und damit zum Papst. Und deswegen erkennt Luther ihn als ersten Papst an. Also, soweit, dass wir, wo wir bis jetzt gesprochen hatten, also bis jetzt, in diesem ersten Teil bis jetzt, weil in diesem ersten Teil sprechen wir ja darüber, wo Luther sagt, ne, es sind ja drei Teile, ne, und wir sprechen jetzt in diesem Teil darüber, dass der Papst zu Rom behauptet, das Haupt der Christenheit, das Haupt über alle Konzilien, Kaiser, Engel und so weiter zu sein, wie er sie eben rühmet. Und Martin Luther sagt uns hier auf Basis von Gottes Wort, dass das eben nicht so ist. Und diese Kaiser Phokas, Papst Bonifaz der Dritte Geschichte, die ich gerade angesprochen habe, ist halt nur eine Basis davon. So, ich fahre jetzt nochmal eben einen Absatz zurück auf Seite 27 und fange an zu lesen auf dem zweiten Absatz auf Seite 27 in dem Buch, dass Martin Luther 1545 geschrieben hat, wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Und wenn man den Kaiser Phokas zu der Zeit hätte gefragt, ob es seine Meinung wäre, dass ein solcher Wust soll zu Rom durch seinen Befehl gestiftet werden, der alle Bischöfe, alle Stifte, Klöster, Kirchen unter sich würfe, risse und fresse alles, was da wäre, stiftet neue Lehre und Glauben, verstöret Christum und christlichen Glauben, richtet unzählig Abgötterei an, betrüge alle Welt um Leib und Seele und schindet ihnen unzählig Geld und Guthaben, also Guthaben, mit großer Trügerei, also Betrügerei. Danach trete die Kaiser mit Füßen, verbannet, erschlüge, verfolget sie, raubet ihr Land und ihre Städte, spottet ihr dazu als seiner Narren und lachet in die Faust, verzerret's nach und verpranget's mit seinen Huren und Hermaphroditen. Meinst du, dass Phokas, wie böse er wäre, hierzu Ja sagen würde? Ja, er sollte vielleicht so mit ihnen handeln, dass sie das Papsttum wohl schweigen und vergessen würden. Ja, so geht es zu. Und so muss es zugehen, wenn man den Teufel über die Tür malet und zu Gevattern bittet. Und da muss ich nochmal eben einen kleinen Blick in die englische Übersetzung werfen. Denn das, was ich jetzt gerade vorgelesen hatte, wie hieß das wieder? Wenn man den Teufel über die Tür malet und zu Gevattern bittet, da steht in der englischen Übersetzung in der Fußnote auf Seite 298, das ist ein deutsches
proverbial, was das jetzt heißt, weiß ich jetzt nicht, wenn man den Teufel über die Tür malet und zu gevattern bittet. Das ist ein Zitat von Thiele aus Luthers Sprichwörtersammlung Nummer 356. Ja. Wenn man den Teufel über die Tür malet und zu gevattern bittet, das ist wahrscheinlich ein Sprichwort, das genau das Gegenteil bedeutet von dem, wo die Israeliten in Ägypten dazu angemahnt wurden, Blut über ihre Türschwelle zu malen, dass der Gott der Bibel da eben vorbeigeht und ihr Haus nicht mit der Totenplage versieht, wie er das mit denen gemacht hat, an dessen Türschwelle kein Blut des Lammes gemalt war. Wie auch immer. Jedenfalls ist das ein Spruch aus Luther, seiner Sprichwörtersammlung. Wenn man den Teufel über die Tür malet und zu Gevattern bittet. Ja, aber so geht's zu, wenn man den Teufel über die Tür malt und zu Gevattern bittet, also ihn bittet hereinzukommen. Ja, das passiert dann eben. Das ist das Resultat, weil Phokas dem Bischof von Rom im Grunde ja die Macht erst gegeben hat. Es hat noch Mühe genug, dass es selig hinausgehe, wie Petrus sagt, vix lustus salvabitur, wenn man sich für den Teufel segnet, in Gottes Namen und mitgehet ein Ding anfehet. So, und da verweist er auf 1. Petrus 4,18. Da wollen wir mal eben schauen. Im ersten Brief Petrus. Und dann Kapitel 4, Vers 18, da heißt es: Und so der Gerechte kaum erhalten wird, wo will der Gottlose und Sünder erscheinen? Ja. Was soll's denn sein und werden, wo man ein Ding in des Teufels Namen und wider Gottes Willen anfehet? Da wird Fenster und Tür aufgetan, dass der Teufel mit aller Macht hineinfähret. Also hat der Papst auch sein Papsttum in des Teufels Namen mit allerlei Lügen und Gotteslästerung angefangen und bis auf die hellische Grundsuppe aller Laster und Schande bracht, die wir jetzt zu Rom sehen, öffentlich am Tage, dass auch an den Früchten wohl zu erkennen ist, was für ein Baum sei und wer denselben gepflanzt hat. Ein interessanter Satz, den ich glaube ich nochmal vorlesen muss, und dann müssen wir auch nochmal in die Bibel reingehen. Und da werden wir dann nochmal in Lukas Kapitel 6, 44 das Zitat sehen. Da geht es eben über die Früchte. Ja? Also hat der Papst, sagt Luther hier, auch sein Papsttum in des Teufels Name mit allerlei Lügen und Gotteslästerung angefangen und bis auf die hellische Grundsuppe aller Laster und Schande gebracht, die wir jetzt zu Rom sehen, öffentlich am Tage, dass auch an den Früchten wohl zu erkennen ist, was für ein Baum sei. So, da verweist er uns also nach Lukas Kapitel 6, Vers 44. Dann schauen wir da mal eben rein. Und wir lesen in der Lutherbibel in Lukas 6, Vers 44: Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man lieset nicht Feigen von den Dornen, auch so lieset man nicht Trauben von den Hecken. Ja? An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Das ist genau das, was gesagt worden ist. Und das Papsttum erkennt man eben an seinen Früchten, dass er nicht derjenige ist, der er behauptet zu sein, der Stellvertreter Jesu Christi auf Erden, das ist nämlich der Heilige Geist, das ist wieder ein anderes Thema, sondern dass er der Vertreter des Teufels auf Erden ist. Denn der päpstliche Greuel nicht aus Gott komme, noch in Gottes Namen habe angefangen, sondern durch Gottes Zorn zur Strafe der Sünden von dem Teufel gestiftet und in seinem Namen in die Kirchen kommen ist, zeugen diese erzählte Früchte. So will ich's auch weiter beweisen. Erstlich, sufficiente divisione, und unten anzufahren, ist's nicht von der weltlichen Obrigkeit gestiftet. Und wenn sie es gleich getan hätte, so wäre es doch vom Teufel, sagt Luther. Und wenn sie es gleich getan hätte, so wäre es doch vom Teufel. Ursache ist diese. Denn weltliche Obrigkeit hat solch's nicht Macht, in dem Reich Gottes zu tun. So haben wir gehört droben, dass der Kaiser Phokas Meinung freilich nicht gewesen sei, eine solche Gewalt in die Kirchen zu setzen, kann's auch nicht zu tun.
Er hat vielleicht gemeint, der Bischof zu Rom sollt allein ein Superintendent sein, der auf die Lehre und Leben der Kirchen Acht hätte, um Gottes Willen, wie das Nicänische Konzilium geordnet hatte. Denn auf aller Kirchen und Bischöfe Lehre und Leben in der ganzen Welt Acht haben, ist ein unmöglich Ding. Summa, der Papst will's auch nicht selbst leiden, dass er's sollt vom Kaiser haben, sondern die Kaiser und Könige sollen von ihm die Kronen und Königreiche haben. Das ist eins und merk's wohl, Papsttum ist nicht vom Kaiser und kann auch nicht vom Kaiser kommen. Der Papst will's auch nicht von ihm haben. Zum anderen, so ist das Papsttum auch nicht von geistlicher Oberkeit kommen. Das ist von der Christenheit und Bischöfen in der ganzen Welt oder von den Konzilien, sie können es auch nicht tun und haben es nicht Macht. Ja, wenn man die Historien recht ansieht, so findet man schier keinen Bischof noch Kirchen in der ganzen Welt, die den Papst mit Willen angenommen, sondern haben fast alle Bischöfe und Kirchen sich da wieder gesetzt und gewehret. Wie auch bis auf den heutigen Tag die Bischöfe und Kirchen gegen ganz Orient den Papst nicht angesehen haben. Da haben wir es über die Spaltung der orthodoxen Kirche. Und nicht ansehen. Darum er zumal ungeschwungen lästert und leuget, oder löget, ja, Entschuldigung, lästert und löget, dass er von Gott sei gesetzt über alle Kirchen in der ganzen Welt, welches doch Gott nicht gerät, noch getan hat und auch nicht tun will, macht also aus Gott einen Lügner und aus allen Kirchen Ketzertum durch seinen bösen Geist, der in ihm tobet, wider Gott und seinen Heiligen Geist und Kirchen. Und da noch zu Rom Bischöfe waren, ehe der Papst und Ende Christ zum Teufel, also Antichrist, zum Teufel dahingeschmissen ward, befahl das Concilium Nicenum dem Bischofe zu Rom das Aufsehen der Kirchen um Rom her, machet aber keinen Papst raus, gab ihm auch keine herrschende Gewalt über einige Kirchen. So haben wir droben gehört, dass vor Kaiser Phokas und Bonifatius dem Dritten das Papsttum nichts gewesen und die Kirchen in aller Welt nichts drum gewusst. St. Gregorius als ein frommer christlicher Bischof der römischen Kirchen hat solchst verdammt und nicht leiden wollen. Was darf's viel Wort? Der Papst selbst will's nicht haben, dass er von den Konzilien oder geistlicher Oberkeit der Christenheit sei gesetzt und zürnet drum. Ei, wie brüllet, tobet, wütet und sprüht er, recht als einer, der mit viel tausend Teufeln besessen sei, in seinen Dekreten. Da der Papst Paschalis dem Erzbischof zu Palermo in Sicilia das Pallium sandte, mit solchen Anhang, dass er sollt dem Papst sich und seinem Eide fürgeschriebener Form verpflichten, und der Bischof sehr demütiglich nicht mehr, denn mit diesen Worten widerschreib. Es verwunderte die Könige zu Sizilien samt ihren Räten, dass solcher Eid von ihm würde gefordert. So doch Christus in Matthäus 5, Vers 34 zu schwören, verboten hätte, und man fünde auch in keinem Gesetz der Konzilien, das so sein sollte. Also, Matthäus 5, Vers 34, ich hatte das vorhin schon vorbereitet, aber musste ja noch ein paar andere Dinge eben machen. Also gehen wir zu Matthäus 5, 34, da steht ganz deutlich dahin, wir fangen an in 5,33, Matthäus Kapitel 5, Vers 33. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid tun und sollst Gott deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr aller Dinge nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Stuhl, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist eines großen Königs Stadt. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel.
Matthäus Kapitel 5, Verse, was war es jetzt, 33 bis 37. Ja? Wir sollen nicht schwören, sondern unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein ein Nein. Nun, warum sollen wir nicht schwören? Das ist ganz einfach. Unser Ja soll ein Ja sein und unser Nein ein Nein, weil eines der Gebote, der 10 Gebote lautet, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Also, wenn ich mich an die Gebote Gottes halte, dann ist Schwören überflüssig, weil mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Ich kann nicht anders als die Wahrheit sagen, wenn ich mich an Gottes Gebote halte. Und das ist der Punkt, den Martin Luther hier auch nochmal eben anholt. Es verwunderte die Könige zu Sizilien samt ihren Räten, dass solcher Eid von ihm würde gefordert. Doch, so doch Christus in Matthäus 5, in den gerade vorgelesenen Versen, zu schwören verboten hatte. Und man fände auch in keinem Gesetz der Konzilien, dass so sein sollte. Da ergrimmet das Heilige der edle Kleinod Paschalis, denn der Bischof hatte ihn mit dem Wort Christi so hart getroffen, dass ihm das Hirn schwindelt und nicht wusste, was und wie er reden sollt, und martert die Worte Christi in Matthäus 5 als ein Papst, wie ich denn vor 25 Jahren latinisch da wieder hab geschrieben und hernach, wo ich's für der Menge so mir zufällig nicht vergesse, auch deutsch tun will. Ich glaube, dass Luther hier verweist vor 25 Jahren, also 1520, auf seine Arbeit von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche, was er ja wohl auch erst in Latein veröffentlicht hat und eben auch in Deutsch dann getan hat. Ja? Wo ich's für der Menge, so mir zufällig nicht vergesse, auch Deutsch tun will. Aber auf das angezogene Concilio sperrt er seinen Rachen auf, als wollt er gern Himmel und Erde verschlingen und schreit, meinst du, dass die Concilia Macht haben der römischen Kirchen, vernimm seine Huren- und Hermaphroditenkirchen, ein Ziel zu setzen? Weißt du nicht, dass alle Concilia sind durch die römische Kirche geschehen und haben ihre Macht von der römischen Kirche? So, so, so soll man liegen und lästern, wer ein rechter Papst sein will. Lieber Gott, wie gar ein überaus unverschämt, lästerlich Lügenmaul ist der Papst. Er redet gerade, als wäre kein Mensch auf Erden, der da wüsste, dass die 4 Hauptkonzilia und viel andere mehr ohne die römische Kirche gehalten sind, sondern denkt also, wie ich ein grober Esel bin und die Bücher nicht lese, so ist auch in der Welt niemand, der sie lieset. Sondern wenn ich mein Eselgeschrei Chica Chica lasse erschallen oder gleich einen Esel Sforz lasse, so müssen sie es alles für Artikel des Glaubens halten. Wo nicht, so wird St. Peter und Paul auch Gott selbst mit ihnen zürnen. Denn Gott ist nirgend mehr Gott und allein der Esel Gott zu Rom, da die großen groben Esel, Papst und Kardinal, reiten auf besseren Eseln, denn sie sind. Aus diesem allen hörest du nur, dass päpstlicher Heiligkeit stand nicht ist gestift von geistlicher Oberkeit oder von der heiligen christlichen Kirchen in der ganzen Welt. Das ist, er ist nicht von Gott, denn Gott wohnet in der Christenheit und wirket durch sie. Auch nicht von weltlicher Oberkeit und päpstliche Heiligkeit will auch nicht von der einen oder beiden gestiftet sein, wie wir gehört haben. Das ist, er bekennet hiemit, dass er nicht von Gott, das ist, von den Kirchen her komme. Und dasselb ist auch gewisslich die Wahrheit, und wir nehmen's also an, sind ganz eins mit seiner Heiligkeit in diesen 2 Stücken, wiewohl er solche Wahrheit unwissend redet als ein Besessener. Er meint doch damit seine Lügen und Lästerung zu stärken. Nu will's zur rechten Hauptsachen kommen, weil Gott auf Erden keinen Stand mehr geordnet hat. Ich rede jetzt vom Ehestand, nicht und was daran hanget, zu regieren. Denn die 2, nämlich geistlich und weltlich,
dadurch will helfen, dem menschlichen Geschlecht durch den geistlichen zum ewigen Leben im Himmel, durch den weltlichen zum zeitlichen Leben auf Erden. Fragt sich's nur billig. Woher denn der päpstliche Stand komme? Weil er nicht sein will, weder himmlisch, das ist aus der christlichen Kirchen, da Christus ist, noch irdisch, das ist aus der weltlichen Oberkeit. Aus Schlauraffen kann er nicht kommen. Denn wer wollt so unvernünftig sein und sich so hoch versündigen an dem heiligen Vater Papst? Dr. Luther ist ein grober Gesell. Wenn der selbst solch hören sollt, würde er wie ein Pauer mit Stiffeln und Sporen hineinspringen und sagen, der Papst wäre von allen Teufeln aus der Hölle in die Kirche geschmissen, wie droben gesagt. Denn derselbe schändliche, verfluchte Ketzer ist in dem tiefen Irrtum ersäuft, dass er gläubt. Was Gott tun will, das tut er gewisslich durch die zwei Regiment und wolle niemand ein Sonderliches machen. Wohlan, Scherz, lege dich. Das ist ein Spruch, den wir auch wieder lesen in der englischen Übersetzung, Scherz, lege dich. Das auf Englisch heißt all joking aside, also aller Scherz beiseite, wie wir heutzutage dann das wohl sagen würden. Ebenfalls aus der Luthers Sprichwörtersammlung Nummer 293. Ja? Wohlan, Scherz, lege dich, also aller Spaß beiseite. Wo kommt das Papsttum her? Ich sage noch wie vor, es kommt vom Teufel, weil es nicht von der Kirche, die Christus durch den Heiligen Geist regiert, noch weltlicher Überkeit kommt. Solchs will ich also mächtiglich mit Matthäus 16, Vers 18 beweisen, dass auch die hellen Pforten nichts dawider sollen vermögen. Matthäus Kapitel 16, Vers 18 muss ich ja jetzt nicht mehr lesen. Das hatten wir ja bereits in der Vergangenheit getan. Da ging es ja darum, dass wir eben gelernt hatten, als Jesus Christus sagte, ich sage euch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Da sind wir ja schon drauf eingegangen. Aber Luther erwähnt hier jetzt noch ein paar andere Zitate aus der Bibel. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11. Da wollen wir eben dahin gehen. 1. Petrus Kapitel 4, Vers 11. Da steht geschrieben, so jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort. So jemand ein Amt hat, dass er es tue, als aus dem Vermögen, das Gott darreichet, auf das in allen Dingen Gott gepreiset werde durch Jesus Christus, welchem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist 1. Petrus 4,11. Wie geht das zusammen mit dem Papst? So jemand redet, so steht es jetzt im Buch weitergeschrieben, hier auf Seite 30, oben zweiter Absatz, so jemand redet, dass er es rede als Gottes Wort, so jemand ein Amt führet, dass er es tu, als aus dem Vermögen, das Gott darreicht, auf das Gott in allen Dingen gepreiset werde durch Jesum Christ, etc. Also auch St. Paulus an viel Örten verbeut Menschenlehre sehr. Und hier wird verwiesen nach 1. Titus, Vers 13 und folgende, hart sonderlich, so wie wir lesen im Titus, strafe sie scharf, auf dass sie gesund seien im Glauben und nicht achten auf Menschengebot, welche abwenden von der Wahrheit. Und hier wieder eine Randbemerkung über Matthäus 15, Vers 9. Und der Herr selbst sagt, vergeblich dienen sie mir mit Menschengeboten. Hier ist verboten, gewaltiglich, dass man in der Kirche nicht solle Menschenlehre predigen noch hören, als die nicht Gottes Ehre und Preis wirket, sondern vom Glauben abführet und Menschenehre sucht. Denn Gott will alleine in seiner Kirche reden, wirken und regieren, auf dass er allein gepreiset werde, wie wir's Gottlob dahin gebracht haben in unseren Kirchen und mit Gottes Hilfe in den Schwang und Gang kommen ist, dass fast jedermann weiß,
wie man sich als für den Teufel selbst hüten solle, für Menschenlehre. Und allein unseren Vater und Heiland hören, wie in Lukas 3, Vers 22, Vater von ihm zu uns sagt am Jordan, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und auch in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme, aber der fremden Stimme hören sie nicht, sondern fliehen davon, denn sie kennen der fremden Stimme nicht. Diese liebliche, lustige Bilde, das der Herr hie setzet von den Schafen, magst du selbst sehen, wenn du willst, unter den Schafen. Wenn ein Fremder jenen rüft, pfeift oder locket, Hermen, Hermen, so läuft's und flöhet. Und je mehr du lockest, je mehr es läufet, als wäre ein Wolf da, denn es kennet die fremde Stimme nicht. Wo aber der Hirte ein wenig sich hören lässt, da läuft's alles zu, denn sie kennen seine Stimme. Also sollen ja tun alle rechten Christen, die hören keine Stimme, denn ihres Hirten Christi, wie er selbst auch sagt in Johannes 10, Vers 8, alle, die für mir kommen sind, sind Diebe und Mörder gewesen, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorchet. Hieraus und dergleichen Vielsprüchen ist's klärlich und gewaltiglich genug beweiset, dass Menschenlehre und Werk in der christlichen Kirchen von Gott strenge und hart verboten sind, als die wieder den Glauben sind und von der Wahrheit führen, das ist, sie sind eitel Lügen und Betrug für Gott. Und wo der Teufel zuschlägt, dass man sie mit Gottes Namen oder der Apostelnamen schmückt und unter ihrem Namen verkauft. So sind's nicht mehr schlechte Lügen und Betrug, sondern auch Gottes greuliche Lästerung und Abgötterei oder Greuel. Denn da macht der Teufel Gott zum Lügner und Betrüger, als habe Gott solche Lügen geredet und solch Werk getan. Und die Leute fallen drauf und glauben's und vertrauen drauf, als hätte es Gott geredet und getan. Geben also ihr Vertrauen und Ehre, welche allein Gott gebührt, der Lügen und dem Teufel. Das heißt, denn die rechte Abgötterei und Gotteslästerung in allen Propheten durch und durch. Als Jesaja, Kapitel 2, das Land ist voll Götzen, sie beten, das ist in Jesaja 2, Vers 8, an das Werk, sie beten an das Werk ihrer Hände, welches ihre Finger machen. In Jeremia 29, Vers 31 steht darum, dass auch Semeias hat geweissagt, und ich ihn nicht gesandt habe und hat gemacht, dass ihr auf Lügen vertrauet habt, etc. Da hörest du, wer nicht gesandt ist, der hat nicht Gottes Wort. Und durch sein Menschenlehre macht er, dass die Leute auf Lügen trauen, das heißt Abgötterei treiben. Hier kommen wir zu den rechten Bünden. Das ist nur gewiss, dass der Papst und sein Stand ein lauter Menschengeticht und Fündlein ist. Denn, wie gehört, es ist nicht und will nicht sein aus weltlicher Überkeit Ordnung. Er ist nicht, will auch nicht sein aus der Konzilien- oder Kirchenordnung. So weiß man auch gewiss, dass kein Buchstabe göttliches Wort in der Schrift von ihm gefunden wird, sondern hat sich's aus eigener Hofart, Türst und Frevel in solche Höhe gesetzt. Danach sich geschmückt mit Gottes Wort, dadurch schändlich Gott gelästert, sich zum Abgott gemacht und die Christenheit mit seiner greulichen Abgötterei erfüllet, belogen, betrogen und zu abgöttischen, verdammten Leuten gemacht, die solchs gegläubet und darauf vertrauet haben, als hätte es Gott durch sein Wort also geboten, und haben also den Teufel müssen fürchten und ehren, anbeten und dienen unter Gottes Namen. Das finde ich so wichtig, das muss ich nochmal lesen. Die solchs gegläubet und darauf vertrauet haben, als hätte es Gott durch sein Wort also geboten, und haben also den Teufel müssen fürchten und ehren, anbeten und dienen unter Gottes Namen. Da
geht es doch im Grunde vollständig, hundertprozentig, die ganze Zeit drum und um nichts anderes. Dass der Teufel die Wahrheit so verdreht, dass die Menschen denken, sie beten Gott an, wo sie in Wahrheit dem Teufel folgen. Und das kann nur, wenn man das Wort Gottes nicht kennt. Das kann nur, wenn man nicht stark in der Schrift steht. Und deswegen tut dieses System nichts anderes, als dafür zu sorgen, dass wir uns um alle möglichen Dinge kümmern, außer um das Wort Gottes. Weil wenn wir das Wort Gottes nicht kennen, dann sind wir sehr leicht zu verführen und glauben das Wort des Teufels, der verändert ist in einen Engel des Lichts. Da müssen wir uns bewusst von sein, meine lieben Brüder und Schwestern. Deswegen sagt Jesus, der Pfad ist schmal, sehr, sehr schmal, der zu ihm führt. Der Pfad ist nur das Buch, das Wort Gottes, die Heilige Schrift. Und wenn wir diese Heilige Schrift nicht kennen, dann fallen wir für die Lügen des Teufels. Und deswegen glauben so viele Menschen heutzutage nicht, was ich hier in diesen Büchern lese oder was ich erzähle, was ich durch Geschichtsstudium und Bibelstudium gelernt habe aus der Vergangenheit. Deswegen glauben sie es nicht, weil in der Welt ständig andere Dinge gepredigt werden. Der Papst sagt eine Sache, der Pastor auf der Kanzel sagt eine andere, der Politiker im Fernsehen, der Moderator der Nachrichtensendung. Nennt sie mal auf, die sagen alle andere Dinge. Und die Leute glauben das, was da gesagt wird. Und weil sie den Menschen mehr glauben als dem Herrn, weil sie das Herrenwort nicht kennen, deswegen laufen sie dem falschen Hirten hinterher. Genau wie Martin Luther das hier vor kurzem ja hier beschrieben hat. Ja? Haben also den Teufel, müssen fürchten und ehren, anbeten und dienen unter Gottes Namen. Und da geht es nicht darum, dass ich den Teufel unter Gottes Namen anbete, weil ich das will. Da geht es darum, dass der Teufel sich so in meine, ja, wie sagt man das jetzt, dass der Teufel sich so eingeschlichen hat in die Lehren, dass ich gar nicht merke, dass es der Teufel ist anstatt Gott. Dass ich gar nicht merke, wie der Satan sich ausgibt für einen Engel des Lichts, weil das Licht ist ja gut. Aber ich muss jeden Geist prüfen, steht in der Bibel. Und wenn ich das nicht tue, dann verfalle ich eben diesen Lügen, in diesem Fall eben den Lügen des Antichristen, den Lügen des Teufels. Das ist viel leichter, als dass wir uns das eigentlich erst denken. Weil eben in unserer ganzen, zwischen Anführungsstrichen, Gesellschaft, in der wir leben, überall nur die Lüge ist. Und deswegen werden wir von rechts nach links und ja, genau behandelt wie so ein Ball in so einem Flipper. Von rechts nach links gespielt und von links nach rechts und wieder in die Mitte und wieder von rechts nach links. Und wir merken gar nicht, wie mit uns gespielt wird und wie wir betrogen werden. Und wie der Teufel dafür sorgt, dass wir ihn anbeten unter was wir denken, dass Gottes Name ist. Eine sehr starke Aussage von Martin Luther hier am Ende von Seite 31. Fahren wir fort. Da hast du den Papst, was er sei und woher er komme. Nämlich ein Greuel, wie Christus in Matthäus 24 sagt, aller Abgötterei von allen Teufeln aus Grund der Hellen erführbracht. Ja, sprichst du, er will wahrlich aus Gottes Wort und aus Gott herkommen. Der Papst, ne? Er will wahrlich aus Gottes Wort und aus Gott herkommen. Denn er führet in vielen Dekreten den Spruch von Matthäus 16. Du bist Petrus, auf diesen Fels will ich meine Kirchen bauen und dir will ich die Schlüssel zum Himmelreich geben, etc. Das soll so viel gesagt sein. Der Papst zu Rom ist Herr über die ganze Christenheit. Trauen! Das möcht's tun? Wer hätte sich des hohen Verstandes versehen zum heiligsten Vater? Man möcht doch einen armen Gesellen zuvor verwarnet haben, ehe er sich so tief und hoch versündigt und den Papst einen Esel, Narren, Abgott und Teufel hieße. Wohl mir, dass ich heute mich hab
dass ich mich hart hab eingenestelt. Es kam mich schon der Schafshust an vor großem Schrecken von solchem hohen Verstand des Papstes und möcht leicht geschehen sein, wo ich nicht Hosen angehabt, und ich hätt's gemacht, dass die Leute nicht gern riechen, so bange und Angst ward mir für solcher päpstlicher hoher Weisheit. Doch wundert mich, warum seine Heiligkeit oder seine Hölligkeit so einen dunklen Spruch für sich genommen hat, so doch viel heller Sprüche in der Schrift zu Sachen sind. 1. Mose, Vers 1 und 1 gedient hätten. Als erstlich der in Genesis 1 am Anfang, das ist zu Rom, schuf Gott, das ist stiftet, Himmel, das ist den Papst, und Erden, das ist die christliche Kirchen. Die Erde war wüst und leer, das ist die christliche Kirche, ist dem Papst unterworfen, etc. Dieser Spruch hätte viel mehr getan. Item Jesaja 1, der Ochse kennet seinen Herrn, das ist der Papst zu Rom, ist Herr über alles. Und der Esel die Krippen seines Herrn, das ist die Christenheit ist des Papst Leibigen. Und der Sprüche die ganze Schrift voll, die alle viel heller vom Papsttum reden, dann Matthäus 16. Hiezu hilfe auch die Logica und Parva Logicala, als, und jetzt folgt hier ein ordentlicher Schrieb im Lateinischen, und das verstehe ich nicht, weil ich eben Lateinisch nie gelernt habe. Und das, was hier also in Latein steht, Nullus in nemo morrent, se in sacco, id est papa et caput, dominus ecclesia, bla 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 und so weiter, wird in der englischen Ausgabe auch nicht übersetzt. Da steht nur, dass der Ursprung von diesem Spruch unbekannt ist. Er wird assoziiert mit der grammatikalischen Analyse von Krotos Rubianus, einem deutschen Humanisten und Theologen, eher als mit dem Peter von Spanien. Rubianus, der lebte zwischen ungefähr 1480 und 1539, war Luthers Zimmergenosse in Erfurt und Autor von den wohlbekannten Briefen eines obskuren Mannes, das wir bei Francis C. Stokes lesen in Letters of Obscure Men, New Haven Press 1925. Ja. Für eine detaillierte Analyse dieser Passage wird verwiesen auf Luthers Werke für das christliche Haus in 8 Bänden, erschienen in Leipzig 1924, Band 5, Seite 481 bis 82. Aber auch hier in dem englischen Buch wird also dieser lateinische Spruch, den ich hier jetzt hätte lesen müssen, und den ich nicht verstehe und auch nicht übersetze jetzt, wird darauf hingewiesen, dass er da herkommt. Also lassen wir das eben mal und lesen das jetzt mal eben ohne diesen lateinischen Spruch. Und der Sprüche, die ganze Schrift voll, die alle viel heller vom Papsttum reden, dann Matthäus 16. Hierzu hilfe auch die Logica und Parva Logicalia als, und dann kommt halt dieses Zitat, und so fort, ist's in allen Kreaturen geschrieben, gemalet, gegeben und gebildet, dass der Papst zu Rom sei das Haupt, Herr, Richter über alles, was in Himmel und Erden ist. Denn auch ex se solite de majoritate, der heiligste Vater Papst, solcherweise nach die Schrift zu deuten und das Papsttum zu verteidigen, also schreibt an den Kaiser zu Konstantinopel. Hast du nicht gelesen, dass Gott hat zwei große Lichter geschaffen? Die Sonne, das ist den Papst, und Mond, das ist den Kaiser. Wie weit nu die Sonne größer ist, denn der Mond, so weit übertrifft der Papst den Kaiser. Das ist, der Papst ist, wie die Glosse scharf ausrechnet, 48 mal größer, oder was ist das? XLVII. Also, das ist jetzt eine römische Zahl. XL, das müsste 47 dann heißen. 47 mal größer, denn der Kaiser. Das will ein Bäpstlein werden, wenn's nur auswechselt. Hörst du es, Leser? Du musst hier nicht lachen oder möchtest auch, wie ich, den Schafshusten kriegen. Und wo dir die Hosen nicht hart anliegen, solltest du auch wohl eine Unlust anrichten, die man mit Trotzischen und Wacholdern müsste verjagen. Und der Heiligstvater dir solche stinkende Sünde nimmermehr vergeben möcht, auch nicht in Todsnöten.
Darum hüte dich für Lachen in solchen ernsten Sachen. Und denke, dass der Papst nicht scherzet, noch feilet in der Schrift Deutung, wie du hier siehst. Ende Zitat. Ehe denn ich den christlichen Verstand dieses Spruchs anzeige, muss ich zuvor diesen Schwank erzählen. Die Glosa 50c Considerandum und Abbas c Significasti sagen, dass dieser Spruch in Matthäus 16 nichts tue, das Papsttum zu bestätigen, sondern der Spruch Johann Ultimo Pasche Oves Meas Weide oder aus Johannes Kapitel 21, Vers 15, meine Schafe. Schauen wir eben mal in Johannes Kapitel 21, also eben das letzte Kapitel, ne? Wie ja gesagt hier, das habe ich ja soweit auch verstanden, Johannes Ultimo, ne? Letztes Kapitel, 21, Vers 15, da heißt es, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon Johanna, hast du mich lieber, denn mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Die fortfolgenden hatten wir ja bereits schon mal gesprochen, muss ich jetzt nicht nochmal zurück drauf kommen. Er fragt es nochmal, er sagt es zum dritten Mal und dann in Johannes 21, 18, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, da du jünger warest, gürtetest du dich selbst und wandeltest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagt er aber zu deuten, mit welchem Tode er Gott preisen würde. Dass er aber gesagt, spricht zu ihm, folge mir nach. Ende von Johannes 21, Vers 19. Also sind sie uneins, der Papst und seine Juristen, worauf das Papsttum gegründet sei. Der Papst sagt, es sei gegründet Matthäus 16 und schreit solchs aus durch viel Dekreten. Seine Juristen sagen, nein, und Lügen straft hier unter anderem der Knecht den Herrn und der Herr den Knecht. Hier menge sich der Teufel zwischen diesen Hadder, also diesen Streit. Indes wollen wir sie lassen haddern, also streiten. Und dieweil den Papst nicht für Papst halten, bis sie der Sachen eines werden. Zwar juristisch zu reden, wenn ich ein Jurist sein wollt, dünkt mich, die Juristen haben eine bessere Sache, weder der Papst, weil sie sich drauf gründen, Christus habe Matthäus 16 die Schlüsse St. Petro nicht gegeben, sondern allein verheißen. Darum müsse der Papst beweisen, wo sie ihm gegeben seien. Solche Argument können wir Theologen den Juristen zu gut, wo sie der Papst verdammen sollte, sehr wohl helfen, nämlich so. Es ist den Christen nicht genug, dass man sich berufe auf die Propheten, so Christum verheißen haben, sondern muss auch die Aposteln darstellen, die da zeugen, die Verheißung sei erfüllet und der verheißen Christus kommen und gegeben. Also sei der Papst auch schuldig, nicht der Verheißung Matthäus 16 zu führen, sondern hellen Text fürzulegen, dass solche Verheißung erfüllet sei und St. Petrus in die Possession geweiset sei, also in die Besitz geweiset sei. Hier werden dem Papst die Hofen stinken, also die Füße stinken, ne, die Hüfe. Aber er ist ja ein Esel, deswegen die Hofen, Hüfe. Hier werden dem Papst die Hofen stinken. Denn wo will er immer mehr den Text finden, der da klärlich sagt, die Schlüssel seien St. Petro gegeben von Christo? Wie er doch nach seiner Juristenurteil schuldig ist zu beweisen. Und kein Buchstaben in der Schrift von den Schlüsseln rede, ohne Matthäus 16. Hieraus will folgen, weil der Papst die Schlüssel St. Petri zu sich gerissen, ehe denn das Recht beweiset ist, dazu nimmermehr beweisen kann, dass er als ein Bösewicht geraubet hat, das nicht sein ist, oder müssen falsche gemalte Schlüssel sein, die nichts sind, dann ein Gemälde, und wir frei sind, ihm nichts zu gläuben, als einem verzweifelten Lügner und Spitzbuben, ja, als einem Teufelsgespenst. Dazu mügen wir sein Wappen, da er die Schlüssel führet. Ne? Erinnert euch an die Fahne des Vatikan mit den zwei Schlüsseln.
Dazu mögen wir sein Wappen, da er die Schlüssel führet, und sein Kron drauf mit gutem Gewissen aufs heimlich Gemach führen und zur Unternotdürft gebrauchen, danach ins Feuer werfen. Besser wäre es den Papst selbst. Ich liebe Luthers fantastische Ausdrucksweise hier. Ich meine, ich lese den Satz jetzt gern nochmal, aber lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Dazu mögen wir sein Wappen, da er die Schlüssel führet und sein Kron drauf mit gutem Gewissen aufs heimlich Gemach führen und zur Unternot dürft brauchen, danach ins Feuer werfen. Besser wäre es den Papst selbst. Für denjenigen, der das in diesem alten Deutsch noch nicht verstanden hat, übersetze ich das mal eben ins Nordhochdeutsche. Dazu mögen wir sein Wappen, indem er die Schlüssel führt und seine Krone obendrauf mit gutem Gewissen auf der Toilette gebrauchen und zur Unternotdurft gebrauchen und können uns also mit anderen Worten damit den Hintern abwischen und es danach ins Feuer werfen. Aber eigentlich wäre es noch besser, den Papst selbst ins Feuer zu werfen. Das ist, was Martin Luther mit diesem Satz sagt. Ich liebe ihn für diese fantastische, deutliche Ausdrucksweise. Martin Luther hat kein Blatt vor den Mund genommen. Hat er in seinem ganzen Leben nicht gemacht und das hat ihm keine Freude gebracht. Oder besser gesagt, keine Freunde gebracht. Bringt mir auch keine Freunde, aber wisst ihr was? Ich brauche keine Freunde, ich habe Jesus Christus. Der ist der Einzige, der zählt. Und wenn ich jemanden mit diesem, was ich hier lese, dazu aufwecken kann, dass er auch zu Jesus findet, oder dass er erwacht, weil Jesus ihn schon längst auf die Schulter geklopft hat, dann ist das umso besser. Ich nehme auch kein Blatt vor den Mund. Und das war genau das Problem, was Melanchthon hatte in 1529, als sie da in Speyer standen. Deswegen war Luther so sauer, weil Melanchthon hat ein Blatt vor den Mund genommen. Melanchthon hat nicht deutlich ausgesprochen, dass der Papst der Antichrist ist und solche anderen Dinge von Martin Luther vertreten. Damals in dem Konzil von Speyer, wo die Protestanten im Grunde, zwischen Anführungsstrichen, erfunden wurden. Ja? Protestantismus gibt es seit dem Konzil von Speyer in 1529, nicht von davor. Martin Luther hat kein Blatt vor den Mund genommen, hat es nie im Leben getan und ich tue es auch nicht, ganz sicher nicht in dieser Hinsicht. Mit anderen Worten, wir können die Flagge des Vatikan nehmen, können sie mit auf Klo nehmen, uns damit den Hintern abwaschen und danach können wir sie verbrennen. Das ist sie nämlich wert. Das sind diese zwei Schlüssel, die spirituelle, die geistliche und die weltliche Macht, die diese zwei Schlüssel auf dieser Flagge darstellen, zusammen mit der Tiara, mit der dreifachen Krone, die die Herrschaft des Papstes über den Himmel, die Erde und die Hölle signalisiert, das ist diese Fahne wert. So viel wie Toilettenpapier. Genau das sagt Luther hier. Denn in solchen großen Sachen, die ganze Christenheit betreffen, mit Gottes Wort fälschlich, lästerlich handeln, das ist Abgötterei anrichten. Das kann keine zeitliche Strafe genugsam rächen. Gott muss in der tiefsten Hölle selbst strafen. Indes soll ein Christen, wo er des Papstes Wappen sieht, dran speien und Dreck werfen, nicht anders. Denn so man einen Abgott anspeien und mit Dreck werfen soll, Gott zu ehren. Ja? Auch hier den Satz nochmal. Gott muss in der tiefsten Hölle selbst strafen. Indessen soll ein Christ, der des Papstes Wappen sieht, drauf spucken und Dreck drauf werfen, nichts anderes tun, als man tun würde mit einem Abgott, den man auch anspucken und mit Dreck bewerfen soll. Zu Ehren Gottes. Denn solch Wappen des Papstes ist eine öffentliche Lügen- und Teufelsgespenst, dafür sich die Leute vergeblich gefurcht haben und darauf vertrauet, als wäre es Gottes Befehl. So ist doch eitel Lügen und Gotteslästerung ein rechte Abgötterei ist. Solch, sage ich, folget aus seiner Juristen der besten Eigenbekenntnis, da sie sagen, der Text Matthäus 16 tu nichts dazu, also es ist immer Verweisung auf Matthäus 16, Vers 18, der Text Matthäus 16 tu nichts dazu, dass ein Papst sei. Das ist so viel gesagt. Der Papst löget und lästert Gott damit, dass er den Text Matthäus 16 auf sein nichtiges, lästerliches Papsttum
erzeugt, also bezieht, und daraus sein Verfluchtswappen und Kronen macht, also sein verfluchtes Wappen und Krone macht, die Welt damit zu schrecken und unter sich zu werfen, die Gewissen so durch Christi Blut erlöset und freigemacht sind, zu fangen und zu verderben. Die Welt damit zu schrecken und unter sich zu werfen, also sich die Welt zu unterwerfen, die Gewissen, die durch Christi Blut erlöst und freigemacht wurden, zu fangen und zu verderben. Die Gewissen. Die Gewissensfreiheit haben wir nur durch die Reformation. Und der Papst fängt und verdirbt diese Gewissen wieder ein. Das ist das, was Luther hier schreibt. Denn der Papst diesen Text Matthäus 16 so hoch rühmet für sich, dass er XXC Omnes und C Sacrosanta ta brüllen wie die römische Kirche alleine, sonst keine. Mal eben gucken, ob ich das hier irgendwo im Englischen irgendwas finde, was damit gemeint ist. Ich finde hier nicht, finde hier nichts zurück. Sekunde mal eben. Ne, da finde ich jetzt also auch keine Erklärung in dem Englischen von. Also fangen wir den Satz hier nochmal an, auf dem zweiten Absatz, auf Seite 34 oben. Denn der Papst diesen Text, Matthäus 16, so hoch rühmet für sich, dass er XX, also 20, C, Omnes und C, Sacrosancta, tar brüllen, wie die römische Kirchen allein, sonst keine, sei von Gott selbst gestiftet. Die anderen Kirchen habe die römische Kirche gestiftet, und Gott habe der römischen Kirchen solch Privilegium für andern gegeben, dass sie Macht habe über himmlisch und irdisch Reich. Und wer den anderen Kirchen Abbruch tut, der tue groß Unrecht. Aber wer der römischen Kirchen tut, der ist ein Ketzer und dergleichen viel. Weil nur hiezu seine Juristen Nein sagen und solchs für Lügen halten, was sollen wir Theologen tun, die solch große Lügen mit Gottes Wort geschmückt sehen und hören müssen? Wir sagen, dass es eine greuliche Gotteslästerung, ja Abgötterei sei. Denn wie wir droben gehört haben, es ist gar viel ein ander Lügen der Bloßen hat und Lügen der Lehre. Und doch viel ein ander Lügen bloßen Lehre Gottes Wort und Lügen der Lehre mit Gottes Wort geschmückt. Denn wer also löget in der Lehre, dass er Gottes Wort dazu führet, der macht den Teufel zum Gott und Gott zum Teufel, als rede Gott des Teufels Lügen und verführet mich damit, dass ich den Teufel unter Gottes Namen ehre und anbete und die Lügen für Wahrheit halte. Mit solchen lästerlichen Abgöttereien unzählig hat der Papst die Welt erfüllet. So, und jetzt das Ganze nochmal in Ruhe. Denn wer also löget in der Lehre, dass er Gottes Wort dazu führet, der macht den Teufel zum Gott und Gott zum Teufel, als rede Gott des Teufels Lügen und verführet mich damit, dass ich den Teufel unter Gottes Namen ehre und anbete und die Lügen für Wahrheit halte. Mit solchen lästerlichen Abgöttereien unzählig hat der Papst die Welt erfüllet. Ich hoffe, dass wir das gut verstanden haben. Ich lese es noch einmal und versuche es in das modernere Hochdeutsch zu übersetzen. Denn wer also lügt in der Lehre, Lehre, L-E-H-R-E, ja, die Lehre, wer also lüget in der Lehre, dass er Gottes Wort dazu gebrauche, der macht den Teufel zu Gott und der macht Gott zum Teufel, als würde Gott des Teufels Lügen reden und verführet mich damit, dass ich den Teufel unter Gottes Namen ehre und anbete und die Lügen für Wahrheit halte. Mit solchen lästerlichen Abgöttereien unzählig hat der Papst die Welt
gefüllt. Ich glaube, dass ich hier nicht weiter drauf eingehen muss, dass wir sehr gut verstehen, was Luther mit diesem wichtigen Satz in der Mitte von Seite 34 meint. Ich wiederhole den Satz noch einmal und beende dann hier auch die Lesung für dieses Video. Wir sagen, fangen wir etwas weiter oben an. Wir sagen, dass es eine greuliche Gotteslästerung, ja Abgötterei sei, denn wie wir oben gehört haben, es ist gar viel ein anderer Lügen, der bloßen hat und Lügen der Lehre und noch viel ein anderer Lügen der bloßen Lehre und Gottes Wort und Lügen der Lehre mit Gottes Wort geschmückt. Denn wer also lüget, also lügt in der Lehre, dass er Gottes Wort dazu führet, der macht den Teufel zum Gott und Gott zum Teufel. Schwarz ist weiß und weiß ist schwarz. Als rede Gott des Teufels Lügen und verführet mich damit, verführet die ganze Menschheit damit, dass ich den Teufel unter Gottes Namen ehre und anbete und dass ich die Lügen für Wahrheit halte. Ich kann nur die Lüge von der Wahrheit unterscheiden, wenn ich beide Seiten kenne. Die eine Seite wird mein ganzes Leben indoktriniert, das ist die Lüge. Die andere Seite ist die Wahrheit, Gottes Wort. Und da muss ich halt sehen, dass ich mir Gottes Wort zuführe, dass ich es lese und dass ich es verstehe, die Bibel. Denn wer also lüget in der Lehre, dass er Gottes Wort dazu führet, der macht den Teufel zum Gott und Gott zum Teufel. Als würde Gott des Teufels lügen und verführet mich damit, dass ich den Teufel unter Gottes Namen ehre und anbete und die Lügen für Wahrheit halte. Mit solchen lästerlichen Abgöttereien unzählig hat der Papst die Welt erfüllt. Jetzt habe ich den Satz oft genug gelesen, der sollte eingesunken und verstanden worden sein. Mitte von Seite 34 höre ich mit der Lesung hier heute auf. Wir werden nächstes Mal diesen Satz sicher nochmal zur Einstimmung lesen und dann fortfahren mit der Lesung in dem Buch von Martin Luther von 1545 geschrieben, wieder das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, und werden noch mehr verstehen, wie der Papst sich aneignet, die wahre Kirche Christus zu sein, obwohl ganz deutlich ist, dass das nicht so ist. Ja? Wir beweisen hier, dass der Papst nicht das Haupt der Christenheit ist, dass er nicht das Haupt der Konzilien, Kaiser und Engel ist, wie er sich rühmet. Er rühmet sich hauptsächlich aufgrund von Matthäus 16 darauf. Und wir haben bis jetzt schon deutlich genug bewiesen, dass das gar nicht zutreffend ist. Und wir werden im nächsten Teil darüber weiterlesen. Soweit danke ich euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen und eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss.
Gott.